So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Three Kingdoms Total War mit Zische. Und Haltet wir durch! gehen über in den Angriff. Haltet durch! Wenn er von dort aus schon zwei Runden braucht, dann werde ich mit dem anderen auch das nicht schaffen. Lasst eure Na Frustration gut, auf! wir erforschen jetzt erstmal die nächste Reform. Und ja, Nachschub 2% brauchen wir nicht unbedingt. Ja, 25% Nahrungsproduktion. So. Und schon haben wir 14 Nahrung. Das gedeiht. Ich bin Hinterhalt, dass ich nicht Falle entdeckt wird werde. gestellt. Ja. Der Fraktionsrat ist aktiv. Lady Wu, 40 Zufriedenheit. Anfangsrang? Nein. Neuer Charakter hinzugefügt. Kann ich auch nicht machen. Aber das können wir machen hier. Plus 200% Einkommen aus der Landwirtschaft und 10%, 10.000 Bevölkerungswachstum. So, wir haben jetzt aktuell 2.300 und wenn ich das aktiviere, haben wir 3.400. 1.000 Goldstücke mehr. Sehr hübsch. Weiter geht's. Tuna. So, Waffenbrüder. Es ist lange her, dass ihr euren Eidkameraden gesehen habt. China ist ein riesiges Land mit vielen Nöten und ihr seid im Dienste des Fortschritts schon so lange voneinander getrennt. Sobald ihr wieder vereint seid, wird euch niemand davon abhalten, euch einander voller Freude über euer Wiedersehen zu umarmen. Zufriedenheit plus 10 für Xi Xi. Aber das ist sowieso unnötig, weil der kann gar keine Zufriedenheit haben. So, Handelsrouten gesperrt. Sangsi. Okay, das ist schade. Wir haben Knoblauchblattaroma erhalten. Das ist gut für den Nachschub und für die Entschlossenheit. So, und die Stadt erreiche ich jetzt mit Sicherheit nicht. Nee, Ausgangsstellung. natürlich nicht. So, welchen Stärkerang hat denn aktuell jetzt? Nee, nicht. Welchen Stärkerang hat denn König Meng Huo. Stärkung 25. Er rekrutiert langsam wieder, aber das wird eine Weile dauern. Ah, die Stadt erreiche ich nicht. Bin ich jetzt schon in den Marsch gegangen? Ich glaube nicht. Gut, das ist schade, weil wir jetzt hier eine Runde verlieren. Gibt aber Schlimmeres als das. Marschiert als Einheit, um eine zu sein. Gut, dann habe ich hier noch eine Runde Zeit. Ja, und hier geht's Es ist weiter. eine Freude, das Land voller Leben zu sehen. Hinaus und weiter! So, die unterstützen sich auch. Ja. Sehr schwach reich. Und vielleicht. Nee, noch nicht. Also, wir haben ein bestehendes Abkommen. Wang Lang. Wir können ja mal gucken, was der zahlt. Nee, der zahlt nicht gut. Kongrong, das läuft. Liu Bao, Liu Biao ist abgelaufen. So, genau. Liu Bao. Und Tao Ying, auch das müssen wir erneuern. Hier gibt es einige Kandidaten. Gongsun, Shuxiang, Tao Ying und Liu Biao. Das machen wir das mal. Aber ich fange mit Liu Biao. Biao an. Abbruch. So. Haben wir denn? Ja, gerade er macht natürlich für uns ein besonderes gutes Angebot. So, das sind 14.000 Nahrung über die nächsten 10
14.000 Gold über die nächsten 10 Runden. Ja, das wird nicht besser, denke ich. So machen wir es. Jetzt haben wir noch 10. Naja, Tao Ying. Ja, der zahlt auch gut. Der zahlt auch ziemlich gut. So, 10 Nahrung ist ein bisschen viel. Ein bisschen was brauche ich auch noch. So, 4700 Gold für 7 Nahrung über 10 Runden. Dann habe ich noch 3 für meinen Eigenbedarf. So, wir bekommen 3300 pro Runde und können nebenbei noch unsere Armeen bezahlen. So, ja, die Armee ist nächste Runde verfügbar, aber die wird längst nicht die Macht haben, uns hier Paroli zu bieten. Er hat nur zwar eine starke Garnison. China ist das Volk, nicht seine tyrannischen Kriege. Aber das müsste eigentlich ausreichen. So, die Spione. Oder der Spion. Handel verbessern. Verwalterposition anstreben. Ne, nicht extrahieren. Das ist Störung. Handel verbessern. Störung. So. So, was gibt es denn noch? So, wer will überlaufen? Juli. Nein, da ist niemand dabei. So, wir holen uns eine neue Truhe. Wir können ja auch mal eine Truhe kaufen und die verkaufen. Ich bin immer gespannt, was ich für so eine Kommandantentruhe erhalte. Mal gucken. Da war ja dieses eine Ereignis, wie zufrieden ist er denn? 20. Das ist mir fast ein bisschen knapp mit der Zufriedenheit. Dann kriegt er noch dieses Knoblauch. Ne, das Knoblauchblattaroma kriegt auch nicht viel. Doch, das kann er schon behalten. Wir haben noch eine industrielle Truhe. Dann bekommt er hier die Eisensichel. So, 26, das ist im sicheren Bereich, sag ich mal. Ja, wir müssen auf einfach eine Truhe holen. Ich hole mir mal eine Kommandantentruhe. Ich denke mal, die ist bei der KI bestimmt sehr beliebt. Oder ich hole mir eine Herrentruhe. Die habe ich mir bisher noch gar nicht geholt. Eine Truhe für einen Herren, gefüllt mit den edelsten Luxusgütern. Denn wenn ich die nicht loswerde oder ich die KI mir nichts Angenehmes anbiete, dann kann ich nämlich ihm die Herrentruhe geben. Dann wird er eben noch besser. Er ist ja sowieso schon ein fantastischer Kämpfer, ne? Dann hole ich mir die Herrentruhe. So. Und jetzt will ich mal gucken, was die KI dafür bezahlt. Wir fragen mal unseren Vasallenmeister. Ne, um regelmäßige Zahlungen bitten. Mal gucken, was dafür bezahlt wird. Wow, 2500 Gold. Das ist jetzt aber nicht gerade überragend. Nee, das ist nicht so viel. Aber gut, alle... Also ich meine, gut, das kann man ja gut wissen. Gut, das zu wissen, wenn man das Gold braucht, dann kann man sagen, gut, man holt sich diese Truhe. Ich meine, wir generieren sowieso dauerhaft diese Herrlichkeit. Wenn wir diese Truhen einfach nicht mehr verteilen können, dann sind das immer mal 2500 Gold, so alle 10 Runden. Oder alle 3 Runden eigentlich. Aber ich gebe ihm jetzt trotzdem diese Truhe. Lasst uns reden. Beseitigt Zweifel. Was möchtet ihr wissen? Ich stehe in eurem Dienst. Okay, ich habe eine Idee. Wie kann ich dienen?
Ihm gebe ich die industriellen Truhe für den Nachschub. Und er bekommt. Ich grüße euch. Er bekommt hier die Herrentruhe. So. Ist er gleich zufrieden, ne? Ja, sehr schön. Und weiter geht's. Nee. Wir haben lange für diesen Augenblick gekämpft, dass wir jetzt in die Offensive gehen können. Wir waren lange in der Defensive. Es wird Zeit, dass wir jetzt angreifen. So, ich hoffe mal, das schaffen wir automatisch. Konzentriert euren Zorn! Für die Ehre! Da kommt schon wieder eine Armee. Aber nur eine kleine. Auf dem Marsch! Okay. Sonst ist keine Garnison, das ist das Einzige, was er noch hat. Gut. Gewinnen wir das automatisch? Würde ich mich freuen. Treffen Sie! Ja, wir gewinnen das. Dann delegiere ich mal wieder was. Unser Sieg zeigt die Anerkennung des Himmels. Ist auch nicht wenig. Unterstützung erhalten. Und hier haben wir einen Handwerker und den exekutieren. Wir sollten für Ihre Gefangennahme keine Ressourcen verschwenden. So. Ja gut, dadurch, dass wir hier willkommen bei ihm, genau, hier haben wir die industriellen Truhe, ist die Verstärkung halt ziemlich schnell. Hier in zwei Runden sind wir schon wieder aufgefüllt. Das heißt, wir können nächste Runde einfach gleich weiterziehen. Bleibt dann aufrichtig. Machen uns auf! So. Was haben wir jetzt hier bekommen? Eine große Teeplantage. Mit auch einer ordentlichen Garnison. Lehnt Korruption ab und 200 Einkommen durch Handel. Boah, das ist schon auf der höchsten Stufe. Fantastisch, sehr schön. Ja, die KI baut immer sehr intensiv alles aus. So, wir haben Gutshöfe errichtet. In Panyu. Dann machen wir aus den Gutshöfen jetzt Gutshöfe von Magnaten. Lady Wu und Xi Kuang sind Freunde geworden. Ach, keine Armeen bisher? Nee. So, dann haben wir erstmal jetzt diese Hafensiedlung. An die Waffen! Gegner der Harmonie müssen vernichtet werden. Unter meiner Herrschaft wird sie aufblühen. Ein Schatz, ein Bote kehrt beladen mit einer schweren Kiste auf den gebeugten Rücken aus der neuen Siedlung zurück. Keuchend und völlig außer Atem wirft euch der Mann seine sperrige Ladung vor die Füße und bricht dann zusammen. Es ist eine Beutetruhe mit aufgebrochenem Schloss bis zum Rand mit Juwelen und kostbaren Schmuckstücken von beträchtlichem Wert gefüllt. Also wenn ich der Bote gewesen wäre, ich hätte die Ladung einfach mitgenommen. Ich hätte mich abgesetzt. So, die Armee ist auch aufgefrischt. Rührt euch! Dann geht's hier schon mal weiter. Ja. Dann gehe ich in Hinterhalt. 100% Hinterhaltswahrscheinlichkeit. So. Und dann kann ich mich nämlich hier nächste Runde Richtung Ryujun bewegen. Und wir haben eine Hüterkleidung erhalten. Was für ein Wächter dann bestimmt. Wie kann ich dienen? Sehr schön. So, dann errichte ich auch hier jetzt noch Gutshöfe. Die ganze Zeit einen Auftragsplatz frei, aber ich habe keine Kandidaten mehr, um diese Aufträge zu erteilen. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht einen Begleiter finden. Wie gesagt, in regelmäßigen Abständen kann man sich das Ganze mal anschauen hier. Hier, 27 Jahre, Level 4. Haben wir überhaupt schon mal einen Kommandanten rekrutiert? Ich meine, Lady Wu ist, glaube ich, eine Kommandantin.
Lady Wu ist eine Kommandantin, ja. Aber sie ist die Ausnahme. Dann holen wir uns mal diesen Kandidaten. Der hat sogar noch ein Steinschwein, was er mitnimmt. So, rekrutieren wir mal. Und dann, genau, setzen wir ihn gleich mal als zu einem Auftrag ein. Einkommen aus Landwirtschaft, öffentliche Ordnung erhöhen. Ich glaube, viel Landwirtschaft haben wir hier in der Region, ja. So, der bekommt erstmal jetzt die Aufgabe, die Landwirtschaftseinnahmen zu erhöhen und gleichzeitig kriegt er von mir noch irgendeinen Titel. Oder nee, wir geben ihm statt dem Steinschwein einfach hier die Sphäre des Himmels. Dann hat er schon 19 Zufriedenheit. Und ja, sicher, sicher, kriegt er noch hier einen Redner zufrieden. Weiter geht's. So, die diplomatischen Berichte interessieren mich nicht. König Duosi hat mit Dongtuna ein Friedensabkommen unterzeichnet. So, wir haben die ersten zwei Gutshöfe von Magnaten errichtet. In den Regionen müssen wir jetzt auch mal das Hauptgebäude aufbauen. Dann können wir nämlich hier ein weiteres Gebäude bauen, nämlich Regierungsunterstützung. Für noch mehr Nahrung, dass wir das alles umtraden können gegen Gold. Weil es gibt genug Fraktionen, die da ihre Probleme mit haben. Aber das kostet halt. Das ist alles teuer. 4000. Hier ist es ein bisschen günstiger. Hier ist es deshalb günstiger, weil hier ein Verwalter in der Region ist. Ja. Gut, dann baue ich das tatsächlich mal jetzt hier auf. Die erste Stadt errichten wir jetzt. In den Krieg! Fördert Leidenschaft! Ausgangsstellung! So, die Stadt erreicht er leider nicht. Die Armee, die hier noch stand, ist jetzt Richtung Ryujun gezogen. Der mächtigste Berg kann von Donner gespalten werden. Mal ganz davon abgesehen, dass ich die Stadt diese Runde auch nicht erreiche, oder? Oder? Ne, die Stadt erreiche ich tatsächlich nicht. Ganz knapp erreiche ich sie nicht. Warte mal, er steht doch einen ganz kleinen Meter davor. Schafft er es vielleicht zur Stadt? Rührt euch! Ne, er auch nicht. Bereitet das Lager. Wie mache ich das jetzt? Ja, ich würde sagen, wir schicken die Armee gleich weiter. Und ja, er kann zwischendurch. Hier ist ja nur dieser Pass, der hier durchläuft. Da ist keine Gefährdung durch irgendeinen weiteren Pfad. Dann erobert er nächste Runde Wan Wen. Und dann geht es hier gleich weiter Richtung Norden. Und sie kann in der Zwischenzeit noch ein bisschen verstärken. So, für ihn geht es jetzt immer weiter. Rücken aus! Aber ich lege ihn hinterhalt, sicher, sicher. Ist immer gut, wenn man unentdeckt ist. So. Das dauert hier noch eine Runde über. Wenn ich rausgehe, wie sieht das da aus? Zwei Runden. Statt 40 ich haben wir jetzt ja, gut, die 42%, die 2%, auf die verzichte ich jetzt mal. Und dann lege ich hier auch wieder einen Hinterhalt. Geduld fängt jeden Feind. Und die schicken wir mit. Rücken vielleicht können wir ja mit der Armee sogar anlocken, wenn da was kommt. Dann wissen wir Bescheid. Und nächste Runde gibt es gleich die nächste Tributtour. So, wann werden hier mal wieder Mitglieder der Familie erwachsen? Die ist 11, der ist 10, die ist 7. Brauchen mehr Kinder in der Familie. So, irgendeiner ist unglücklich. 13 Zufriedenheit. Okay, das ist echt wenig. Ja, der ist ziemlich unzufrieden. Wir geben dem mal... Ja, der soll uns natürlich nicht verlassen. Ja, komm. 200 Charaktergehalt plus 15 Autorität und minus 50% Wunsch nach höherer Hofposition.
Das müsste eigentlich schon helfen. Ja, 23 hat er jetzt nur noch. Also 23 Zufriedenheit. Schon mal besser. Ich bin erfreut von eurem Ruf. So, die nächste Reform haben wir dann sicherlich auch bald wieder. Ja, und mit Shamrock sind wir aktuell nicht im Krieg. Ich will mich aber auch nicht auf sein Gebiet begeben. Was haben wir für Beziehungen mit ihm? Schlechte. Und der kontrolliert tatsächlich ein relativ großes Territorium hier. Na? Also wenn es Krieg geben sollte, dann ist das natürlich hier eine Einfallsstraße. Ich werde mich trotzdem aber jetzt hier über mein Gebiet bewegen. Ja. Wir verstärken ja trotzdem in einem gewissen Rahmen. Und außerdem haben wir ja hier die industriellen Truhe. Dann kann ich nämlich nächste Runde mich hier in dieses Gebiet für eine Runde stellen. Und dann haben wir gleich die 15% mehr Verstärkung. Ja. Weiter geht's. Ui. Ach, da gibt's doch einen Pass. Okay, dann gibt's da doch einen Pass, der da lang führt. Das konnte ich eben noch nicht erkennen. Es gibt einen Pass, der da lang führt. Und dadurch, dass wir jetzt hier im Hinterhalt waren, hat er sich so gedacht, ja komm, da renne ich mal hin. Yuan Shao hat Gongsun Xian den Krieg erklärt. Kong ist Vasall von Yuan Shao. Ah, hier ist doch ein Pass gewesen. Ich dachte, hier, den habe ich eben noch nicht gesehen, weil das ja hier so dunkel wird. Aber interessant. Zu den Waffen! Zurück in Ausgangsstellung! Lasst euren Zorn aus! Das delegieren wir. Er ist im Marsch, das heißt, da bleibt nichts von übrig. Kämpft ihr mit Überzeugung, so seid ihr unbesiegbar. Lauft zurück ah, nee, zu euren doch, Herren. Übrig. Handelt schnell. Ja, aber ich will ja das Dorf erobern. Kämpft mit Feuereifer. Die Ordnung wurde wiederhergestellt. Mir geht's ja eine um das gute Dorf. Siedlung. Wir nehmen sie ein. So, dann stelle ich sie jetzt hier in die Region. Da müssten wir jetzt statt 9% müssten wir da jetzt 15, 24 haben, wenn mich nicht alles täuscht. Nee. 50%. Okay. Ein bisschen mehr sogar. Ach, na klar, wir haben ja zwei Industriellen in der Region aktuell. Stimmt, wir haben zwei von denen in der Region. Okay, das erklärt alles. Wenn wir zwei von diesen industriellen Truhen in einer Region haben und das bei zwei Kandidaten verteilt haben, haben wir einfach 50% Verstärkungsrate. Das ist stark. Das ist stark. So, die ganze Armee ist dann auch fix wieder fertig. Und was haben wir jetzt hier erobert? Wir haben bewässerte Reisfelder, sehr schön. Noch mehr Nahrung. Und die haben wir sogar auf Stufe 4. Die baue ich jetzt auch erstmal nicht weiter aus. Wir nähern uns langsam aber sicher hier der Position des Herzogs. Gutshöfe gebaut. So, in Hupu baue ich jetzt eine Stadt. Auch hier ist es ein bisschen günstiger, weil wir hier einen Verwalter haben. Und hier geht's weiter. Bleibt anständig. Ja, wir haben selbst im offenen Gelände 70% Hinterhaltswahrscheinlichkeit. Hinaus und weiter. So. Nun warten wir. Und er dient wieder zum Anlocken. Für den Frieden. Oh, er verliert Militärvorräte. Dient dem Volk. Er bekommt einen Militärvorrat und er verliert. Das liegt daran, dass wir hier relativ wenig Fraktionsunterstützung haben. Da steht ja minus 10 Militärvorräte. Hier haben wir sogar minus
20 Militärvorräte, weil sich eben diese Region erstmal dran gewöhnen müssen, ne? Das ist klar. Gibt es hier eigentlich noch einen anderen Pfad dann? Ich hoffe doch. Das ist ja noch relativ ausladend hier, dieses Gebiet. Aber solange da keine Garnison steht, muss ich mir da auch keine Gedanken machen, weil solange da nichts rekrutiert wird. Ja, wir haben hier mächtige Personen, plus 6, Fraktionsunterstützung 2. Ja. Können wir erstmal nur hoffen, dass da nichts kommt, ne? Die Nan-Man-Lande. Minus 20% Baukosten. Dichter Dschungel. Breitet sich Ordnung aus. Erhöhte Chance auf Hinterhalt. Gewisse Fraktionen haben hier Vorteile, ich aber nicht. Naja, ist nicht so schlimm. So. Wir stehen bereit. Hier ist jetzt natürlich in der Zwickmühle, ne? Entweder er geht nach Osten oder nach Westen. Ja, so oder so erwischt es ihn. Oh doch, er kommt davon. Ich hätte den Hinterhalt vielleicht hier vor dem Eingang der Schlucht aufstellen sollen. Aber dann hätte ich wahrscheinlich in der nächsten Runde nicht Ryuyun erreicht. Und die Eroberung der Stadt, die hat jetzt höchste Priorität, ne? Oder, ja, höhere Priorität. Wäre natürlich auch schön, wenn wir die Armee noch geholt hätten. Die gelben Turbane wurden besiegt. Fraktionsnachfolge Wuang Ta Kuang. Also nichts Wichtiges passiert die Runde. Wir hatten für eine Runde Verschleiß, eben aufgrund der geringen Militärvorräte. So, und immer mal Richtung Süden schauen, ob hier was kommt. Weiter geht's. Für China! Und das Schöne ist, die Siedlungen sind alle natürlich optimal ausgebaut. Oder auch nicht. Lasst euch nicht aus! Was ist denn hier los? Die Stadt nicht auf hoher Stufe. Wir werden es gleich sehen, das sehe ich ja in der Situation aktuell noch nicht. Ich hole mal die andere Armee dazu. So. Marschieren! In den Kampf! Von den 47 Mann verloren. Bis zum Himmel. Und was bekommen wir? Was bekommen wir? Gerechtigkeit bringen. Wir bekommen eine Gewürzroute. Na, perfekt. Für uns ist das sehr gut. Aber eben nur auf Stufe 1. Ne? Naja, gibt Schlimmeres. Recht lässt sich nicht leugnen. So, ich bin jetzt überlegen. Möge der Wunsch. Also hier ist es halt ein bisschen verzweigter. Hier zweigt es jetzt nach Norden Richtung Tango und hier zweigt es nach Osten Richtung Diangchi. Wir haben dann hier zwei Armeen. Und hier gibt es eigentlich nur erstmal diesen Pfad Richtung Jilang. Dann würde ich nämlich vorschlagen, wir schicken Fang Shu auch Richtung Westen. Nach Tangao. Und Lady Wu schicken wir nach Jilang. So, die hat jetzt auch fast alles auffrischen können, außer jetzt hier der Stratege und ihr selber fehlt es auch noch ein bisschen. Ich werde danach ja, das passt streben, aber. Euren Wunsch zu erfüllen. Hier dauert es aber eine Weile, bis wir hier vorankommen. Bereit für Eilmarsch! Wenn wir den Weg nehmen würden, wären wir weit deutlich schneller. Weil wir hier nicht durch den Dschungel gehen. Oder? Was ist der Unterschied? Nein, wir gehen erstmal in den Marsch. Marsch! So, er muss ohnehin noch verstärken. Wir verbreiten unsere Mission. Genau. Das ist töricht. Da geht's Richtung Norden. Unser Feuer ist erloschen. Se Yi und Se Ri sind Freunde geworden. Se Ri ist herausfordernd. Plus 4 Moral beim Verteidigen. Bis 5% Verschleiß gegen feindliche Streitkräfte. Feindliche Armeen in verwalteter Komturei. So, 7400
Gold. So, bauen wir hier auch die Gutshöfe von Magnaten. So, und hier baue ich jetzt die Stadt. 4000. Es wird Zeit, die Siedlungen aufzubauen. So, Lady Wu. Fähigkeitsbaum. Zusätzliche Gebäude. Feindliche Stadt verwüstet. Ich muss sagen, das finde ich tatsächlich ist das beste Ereignis, was es gibt hier. Auf Handel konzentrieren. Also man kann hier entweder die Landwirtschaft ordentlich befeuern oder eben den Handel. Und das wirkt sich so positiv auf unsere Einnahmen aus. Wir haben jetzt 3300. Jetzt haben wir 4600. 1300 Goldstücke mehr. Durch eine einzige Aktion. Und die nächste Reform steht auch bereit. So. 15% Einkommen aus der Landwirtschaft. 50% Nahrung durch Fischerei. Oder 25% Nahrung aus der Landwirtschaft. Ja, das Gebäude finde ich besser. Nochmal 25% aus allem. Also aus allem aus der Landwirtschaft. Das aus Reis. Aus diesen. Wie heißen die? Aus diesen. Na, Gutshöfen und so weiter. Das nehmen wir. Wir haben jetzt 15 Nahrung. Mal gucken, wie sich das ändert. 15 wären bestimmt gleich so um die 20. 22, 23. Und wir haben 25. Sehr schön. Der mächtigste Baum lebt von seinen Wurzeln. Zum Dienst! Und mit diesem hervorragenden Ergebnis möchte ich mich an dieser Stelle hier verabschieden. Ich bedanke mich für euer Interesse und fürs Zuschauen. Dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.